Hallo allerseits und herzlich willkommen zu einem neuen Unboxing mit den Mantikern. Heute mal wieder nur mit mir, der Kirsten, der Kurt, der hat gerade echt viel in der Schule zu tun und mein Mann ist auch beschäftigt und ich muss jetzt aber echt hier mal Gas geben, weil ihr könnt euch nicht vorstellen, was sich hier an Decks stapelt, die geunboxed werden wollen. Und außerdem teste ich gerade die neue Kamera. Ihr seht, die ist zwar toll in der Auflösung, aber mit dem Licht habe ich das noch nicht so hundertprozentig hinbekommen. Ich arbeite daran auf jeden Fall und nach wird das hier wieder richtig cool werden mit dem Licht. Ja, heute habe ich mir das Licht- und Schattentarot von Chris N. vorgenommen. Ich habe das ab und zu mal in den Social Medien gesehen, so als Impressionen von anderen Leuten, die mit Tarot arbeiten und einige Bilder haben mir sehr gut gefallen. Ich weiß nicht, wie es komplett aussieht. Ich habe es mir jetzt einfach mal bestellt, weil es gerade auf bücher.de dieses Deck für nur 10 Euro gibt. Das ist natürlich ein Schnäppchen und alle, die das Deck dann auch gerne hätten, sollten auf bücher.de gehen. Es ist erschienen im Irisiana Verlag. Es gibt es natürlich auch auf Englisch, im Original, aber ihr wisst ja, mit den Portokosten und so ist es echt kompliziert, die Decks nach Europa zu bekommen. Ich bin jetzt hier schon mal gerade am Unboxen und wir schauen einfach mal, wie es sich auf Deutsch macht. Also, was mir schon mal gefällt, echt eine wieder sehr schöne, stabile Verpackung. Ich kann echt nur sagen, die Verpackungen haben seit den 2010ern echt gut zugelegt. Es fässt sich sehr schön an, die Verpackung. Sie ist sehr glatt. Sie ist schön gestaltet. Ich mag dieses Motiv des Licht und Schattens, was man hier auch sehr schön auf der Verpackung sieht. Ja, und wenn ich es dann öffne, dann erwartet mich das inzwischen standardmäßige kleine halb gebundene Büchlein, das hier in diesem Fall wirklich sehr, sehr dick ist. Cool. 78 Karten. Hier steht was zu der Chris N. Sie ist eine Künstlerin, Autorin und kreierte bereits 3 spirituelle Kartendecks. Ich kenne diese Kartendecks nicht. Lasst mich weiterlesen, was sonst noch da steht. Ich bin hier gerade noch mal am Licht korrigieren, verzeiht bitte. Ja, so ist wieder besser. Sie kommt aus Kanada und ist die Gründerin von Pixel Brand. Bla, das ist nicht so interessant. Also, diese Frau hat viele verschiedene Designerjobs und Kartendecks gemacht, Licht und Schatten. Ja, das bietet sich natürlich an als Thema. Ich finde, da muss man jetzt auch gar nicht so lange überlegen. Es gibt halt positive und negative oder herausfordernde und einfache Aspekte einer Karte. Und wahrscheinlich wird sie das hier in diesem Heft herausstellen, beziehungsweise in den Karten. Das Heft ist wieder sehr nett gemacht. Wieder, wie üblich, für Menschen, die schon eine Lesebrille brauchen, nicht unbedingt ideal, aber doch dann auch lesbar. Man sieht, sie arbeitet bewusst mit aufrechten und mit umgedrehten Karten und hat da eine längere Einleitung. Jede einzelne Karte hat eine Affirmation. Sie beschreibt die Schatten- und die Lichtseite. Anscheinend ist gerade Licht und Schatten über die umgedrehten Karten durch sie definiert. Und es gibt eine kleine Beschreibung. Am Ende des Buches findet sich nichts weiter. Also wird wahrscheinlich vorne, ah ja, hier sehen wir, es gibt ein paar Legesysteme, die sie auch angibt hier in ihren Heften. Und ja, also prinzipiell sehr ansprechend gestaltet. Ich finde es ja wirklich so toll, das ist, immer diese Heftchen gleich damit drin zu haben. Ein bisschen schwierig, diese Büchlein, weil sie dann doch sehr leicht zerfleddern und kaputt gehen. Aber egal, also bei dem Preis kann man sowieso nicht meckern. Und auch hier wieder ganz schön innen drin gestaltet, die Schachtel und die Karten. Öffne ich jetzt. Die Karten, die fassen sich echt toll an, muss ich sagen. Die sind nicht so groß, wie manchmal Tarotkarten sind. Es ist leider eine super grüne Karte. Hier sehen wir schon mal die Rückseite, die sehr gut sich eignet für die Arbeit mit
umgedrehten Karten. Das Material ist sehr glatt, aber gleichzeitig so ein bisschen matt fest es sich an. Also gefällt mir sehr gut. Was mir auch gut gefällt, ist die Abrundung der Ecken und dass wir keinen Rahmen haben. Ist gerade hier der Narr, wieder eine weibliche Frauengestalt auf dem Narren abgebildet, passt sich sehr schön meinem Hintergrund an und ich mag diese Farbgebung sehr und die künstlerische Gestaltung gefällt mir auch sehr, sehr gut, muss ich sagen. Ich werde jetzt nicht hier alle Karten euch zeigen, aber schon mal, dass ihr so ein bisschen einen Eindruck bekommt, schauen wir uns doch mal ein paar der großen Arcana an. Und ich muss sagen, ich bereue es nicht, dieses Deck gekauft zu haben, denn es hat wirklich sehr, sehr schöne Bilder. Hier sehen wir den Magier. Eine sehr originelle Zeichnung, wie ich finde. Und es ist toll, wie hier nicht unbedingt so die verschiedenen Elemente betont werden, sondern wie wir wirklich jemanden einen magischen Akt erledigen sehen. Bei der Hohepriesterin, während es beim Magier in die Tiefe offensichtlich geht, geht es bei der Hohepriesterin in die Höhe. Auch diese Strudel, die hier durch die Hohepriesterin umgeben ist, gefallen mir sehr, sehr gut. Die Herrscherin, also ich habe das Deck ja wirklich noch nicht in Gänze gesehen. Auch die Herrscherin finde ich sehr interessant. Sie geht quasi mit der Welt schwanger und finde ich sehr attraktiv gestaltet. Also mal eine ganz andere Version der Herrscherin, auch dass sie noch sehr jung ist. Also die Herrscherin ist nie alt, aber sie ist schon so ein bisschen reifer, finde ich, immer dargestellt. Und hier sehen wir doch ein sehr junges Mädchen. Eine schöne Karte, finde ich, gerade für die Fridays for Future Bewegung. Finde ich cool. Der Herrscher hingegen ist auch ein junger Mensch, der ziemlich lässig irgendwie in seiner Lounge sitzt und nicht so gedrückt da sitzt, wie wir es aus der Wade-Interpretation kommen. Er ist ziemlich cool und wartet anscheinend darauf, einen Impuls zu bekommen, mal wieder irgendwie einen Befehl zu erteilen. Was mir persönlich auch ganz gut gefällt, ist, dass jetzt nach den vielen Decks, wo wir immer nur Frauen im Tarot sehen, auch mal wieder ein Deck zu haben, wo sowohl als auch zu sehen ist, also Mann und Frau, das mag ich persönlich wirklich sehr, sehr gerne. Nur Frauen in einem Deck finde ich dann auch anstrengend, weil ich auch ganz gerne mit den männlichen Archetypen arbeite. Der Hohepriester auch sehr, sehr interessant. Dieser Himmelsleiter im Hintergrund, echt so ein bisschen so ein Hippie-Guru. Wir sehen im Hintergrund diese Himmelsleiter und diese pinkenden Farben. Ja, ich bin jetzt doch dabei, hier ziemlich durch alle Karten zu gehen. Guck mal, die Liebenden sehen auch echt, echt schön aus. Also, ja, also ich bin ziemlich beeindruckt von diesen Bildern und auch der Wagen ist mal ganz spannend, ist eher so ein, ja, so ein schützender, fahrender Volkesmann, der unterwegs ist auf seinen Pferden und hat sowas Bohemian-mäßiges, was ich als Selbstwagen natürlich besonders schick finde. Und die Kraft muss ich euch, glaube ich, auch noch zeigen, weil die sieht auch echt stark aus. Mit dem Lamm und dieser starken, tierischen und dieser sehr, nicht unbedingt femininen, aber sehr weichen anderen Seite, menschlichen Seite. Ja, und der Einsiedler Eremit ist natürlich auch ziemlich cool. Also ihr seht, dieses Deck hat wirklich ganz, ganz tolle Bilder. Das Rad des Schicksals. Ich kann nur sagen, das wird nicht schlechter mit diesem Deck. Und auch die Gerechtigkeit. Hier sehen wir sehr schön diese Licht- und Schattenkomponente. Ach, ich glaube, ich gehe jetzt einfach doch nochmal durch die großen Arcana, damit ihr euch weiter ein Bild machen könnt. Dieses Dunkle und Helle hier schön dargestellt, auch mit Kontrastfarben. Der Gehängte sollte hier wohl eher die Gehängte heißen. Auch eine sehr schöne, entspannte Karte, finde ich. Sehr artistisch und gar nicht irgendwie so gequält, wie man es auf manchen Decks sieht.
der Tod auch sehr beeindruckend mit dieser neuen Welt, die da schon aufgebaut wird. Man sieht halt kein Skelett, sondern wirklich etwas Neues, das sich bewegt. Die Mäßigkeit mal männlich dargestellt, auch sehr hübsch. Ja, die Mäßigkeit finde ich nicht schlecht. Und also der Teufel. Also den Teufel mag ich ziemlich gerne. Den finde ich sehr verführerisch und da kann ich mir gut vorstellen, seine Hand zu ergreifen, obwohl, schaut mal hier unten, er da als Puppet Master, als Drahtzieher dargestellt wird. Aber also so stellt man sich mal einen Teufel vor. Das ist genau die Qualität des Teufels im Tarot. Sehr interessant. Ja, dann habe ich noch den Turm im Angebot. Hier sieht man wirklich, wie etwas Altes, Überlebtes, ein Baum ist es. Ja, am Absterben ist. Bisschen wie Peter Hase kommt mir da. Der Stern, ja, vom Stern bin ich jetzt nicht so begeistert. Da haben mir andere Bilder besser gefallen. Aber der Stern ist auch immer so eine bisschen schwierig darzustellende Karte, finde ich. Dieses Träumen, Sehnsüchtes, Hoffnungen, da das. Ist nicht ganz so mein Ding, aber vom Mond bin ich schon wieder sehr angetan, weil er einerseits die Themen aus dem alten Decks von Waite und Marseille aufgreift, aber auch diese Facette des unbewussten, schwebenden, treibenden, wässrigen wiedergibt. Und auch die Sonne als Kontrastprogramm gefällt mir sehr, sehr gut. Also einfach nur Lebensfreude und Dynamik. Und das Gericht. Ja, das Gericht ist auch sehr interessant. Das Gefühl, dass die Seele aus dem Körper geht, out of body experiences. Und die Welt, ja, naja, auch die Welt ist so eine Karte. Da habe ich mich neulich gerade mit Christopher in unserem letzten Video zu den großen Arkana unterhalten. Die Welt ist eine Karte, die meistens nicht so super duper dargestellt wird. Den Leuten fällt da, glaube ich, immer nicht so viel ein. Ja, die kleinen Karten sind sicher auch sehr, sehr schön. Die werde ich jetzt nicht zeigen. Ich finde, ihr habt hier einen guten Eindruck bekommen, wie der Stil der Künstlerin ist. Ja, eine meiner Lieblingskarten, nämlich die Hofkarte Königin der Stäbe, zeige ich euch mal. Also wirklich auch sehr, sehr schöne Karten. Die Hofkarten sind für mich immer sehr, sehr wichtig, weil ich finde, dass oft die Hofkarten sehr schlecht gezeichnet sind. Und wo ich jetzt hier gerade dabei bin, zeige ich doch einfach nochmal eine Schwertkarte. Sehr interessante Interpretation der drei der Schwerter, wie ich finde. Wie findet ihr das? Ich finde, die ist sehr gelungen. Dann schaue ich nochmal, wenn ich das jetzt sowieso mache, eine Karte aus den Stäben. Nehmen wir mal hier die sieben der Stäbe. Auch mal eine interessante Interpretation. Halt nicht sich zu widersetzen gegen das, was da kommt, sondern ruhig und kraftvoll sitzen zu bleiben. Gefällt mir auch sehr gut. Und dann werde ich jetzt wohl noch mit einer Kelchkarte rausrücken müssen. Und da nehme ich dann mal. Ja, die ist doch auch nett hier. Die vier der Kelche. Finde ich ganz süß, wie sie da sitzt. Erinnert mich an ein Buch, was ich als Kind hatte, von meiner Oma noch. Struwwel Lise. Nicht Struwwel Peter, sondern Struwwel Lise hieß das. Und die sieht so ein bisschen aus wie die Struwwel Lise. Könnt ihr ja mal gucken, ob ihr dieses Buch noch mal seht. Ja, ich glaube, das reicht. Ich habe euch, finde ich, hier viele interessante Karten vorgestellt. Ich habe einen Eindruck von diesem Deck. Vielleicht noch einmal die Biegsamkeit der Karten auch gut. Bin mir sicher, dass sich diese Karten gut mischen lassen. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich sie demnächst auf diesem Kanal für euch mischen werde. Das war's von mir für heute. Ich hoffe, euch hat dieses Unboxing gefallen.
Ihr wisst ja, hinterlasst Likes, teilt diesen Kanal mit anderen, damit mehr zu uns finden. Ich finde, ich bin jetzt auch ganz gut ausgeleuchtet inzwischen. Und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, damit ihr immer wieder informiert seid, was gerade ja, alles so wichtig ist. Und ich muss jetzt rübergehen in die nächste Szene und ich sehe gerade, dass die nächste Szene nicht richtig eingerichtet ist. Also kriegt keinen Schreck, aber ich gehe jetzt mal einfach rüber. Macht's gut, bis dann.